Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommerding dann kommt. Die heißen Temperaturen bringt schließlich den vorliegenden Geruch an den Tag. Na? Selbst bei meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Ich bin ein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Oh, was? Das ist voll der Doofe. Guck mal, ich bin ein Hase. Ich will mich als Hase fotografieren lassen. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Angenehmes Gefühl. Na, was sagst du, Knautschopper? Worüber sind alle so glücklich? Hm? Eier, warum Eier? Ah, war ja klar, dass er, ja. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Wow, 3 ganze Eier. Du? Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ups, ich sollte für den Moment meinen ärztlichen Ratschläge verkneifen. Oh, der hat noch nichts zu sagen hier. Ich brauche das Protein für meine Beine. Aha, aha. Ja. Es gab mal einen Eierwettbewerb mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat dem einen schnell an Ende gesetzt. Okay. Und jetzt auch hier? Schnief, oh meine Nadel, Schnief, Nase, Allergien. Oh, voll allergisch. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt aber auch mit einem geredet hier, ne? Wo ist der Bürgermeister? Da ist er. Hallo. Meinst du, dass jeder für Eiersuche bereit ist? Ja, lasst uns anfangen. Endlich geht's auf die Eiersuche. Will die sowieso nicht gewinnen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und dann den Preis abstauben wollt. Oh. Und dann, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen. Da ist ein Ei. Da habe ich ein Ei. Ein Ei. Da oben ist noch ein Ei. Da oben habe ich auch eben gerade ein Ei gesehen. Drei Eier. Drei Stück nur bisher. Da ist noch eins. Da unten ist auch noch eins. Oh, da sind noch Eier. Oh, da sind aber viele. Na, wo komme ich denn hin? Sollen das? Sollen das? Warum kommt man dann hin? 7 Stück. Oh, warum nicht? 8. Oh, ah, das habe ich noch geschnappt. Hahaha. Wow, schaut euch all die Eier an. Und wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hält mir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Abigail. Hey, Abigail hat gewonnen. Hier ist der Preis, Abigail. Viel Spaß. Plopp. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Oh. Oh, nicht gewonnen. Oh. Wir sind voll die Losers. Egal, es geht ins Bett. Wir haben morgen wieder einen beschäftigten Tag. Wir müssen Erdbeeren pflanzen. Oh, nur 1400. Oh, das war aber schlechte Ausbeute heute. Und es regnet. Oh, ist das schön. Königin der Soßen, was lernen wir denn heute? Kartoffelpuffer. Ah. Ich hab gelernt, wie man Kartoffelpuffer macht. Morgen wird es sonnig. Oh, die sind unzufrieden. Warum? Hat doch nie gemacht. Oh, fertig. Das ist... Nein, ich will sie nicht essen. So, das heißt, die können schon mal weg.
dann weg und das können wir, da habe ich die Bohnen schon mal fertig, hier ist noch nichts fertig, weiter, okay. Sehr schön. Geht's ab zu den Hühnern. Bock? Nein. Da ist wieder ein lila Eier. Zack. Machen wir mal das Tor zu. Und gucken mal was. So, Tor zu. Hier bleibt immer drinnen hier. Nein! Oh. Mann! Hab ich eine Mini gegessen, das wollte ich doch nicht. Käse gegessen, das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Ja, solange es nicht der Goldene war, ist auch alles gut. Noch eine große Milch hier. So. Grummel, Grummel, Grummel. Ja, egal. So, wo packe ich denn die Erdbeere nochmal hin? Gute Frage, wo packe ich die denn jetzt nochmal hin? Hier? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wollen wir mal gucken hier. Zack, 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 Erdbeeren. Erdbeeren. Machen wir mal einen Trampelpfad bauen hier, ne? Trampelpfad. Zack. Wo haben wir das denn? Steinzaun. Da. Zack, zack, zack. Und dann mal auch nochmal die Vogelscheuche umstellen. Zack, zack, zack. Na. Oh. Brauche ich noch ein paar. Stein und Lehm brauche ich dafür. Aha. 3. Hydrogel. Zack. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir einen kleinen Pfad hier. Ist das nicht schön? Ich finde es schön. Wupp, macht das. Wupp. So, jetzt gehen wir mal wieder Geschenke verteilen. Haha. Das ist so schön. Oh, tralala. Hallo. Der fröhliche Nikolaus ist in der Stadt. Keiner da? Ach, regnet ja. Hast du eigentlich Reis? Ah, du Reis? Reis. Kann ich ja mal so eine Maggi-Rolle herstellen? Abby da? Nein, Abby nicht da. Abby da! Ich liebe so ein Zeug. Ja, weiß ich. Oh, guck mal, du magst bestimmt Löwenzahn. Nein, 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 okay. Sie mag keinen Löwenzahn. Ah, oh, Abby gehört auch schon Falle jetzt. Ha! Hahaha! Kann ich jetzt schon bald aussuchen. Kann ich mir ja schon bald aussuchen. Wie war das da? Verkauft er irgendeinen Strauß oder so? Blumenstrauß. Ein Geschenk, um ein romantisches Interesse zu zeigen. Ja, halt mal. Ja. 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 Blumenstrauß brauche ich. Das heißt, ich kann mich ja bald schon entscheiden. Wenn
nicht nehmen. Es sind ja volle Herzen da jetzt. So bei Abigail und Dings. Ey, Junge. Komm mal wieder. Oh. Machen wir was hier. Ich streife hier durch den Regen. Hallo. Seid ihr alle da? Hofgebäude. Können wir ja mal gucken hier. Großer Stall. Schaltet Ziegen frei. Mit einer Blutstätte. Schaltet Enten frei. Das habe ich auch sogar schon bald alles zusammen. Mühle. Und da fehlt mir der Stoff. Aber ein Stall. Großen Stall kann ich mir bestimmt nachher bauen. So, Maru. Ah, die ist da. Oh. Cool. Magst du ein Aquamarin? Ja, gerade so. So, wen haben wir denn noch auf unserer Tour, auf unserer To-Do-Liste? To-Tour. Nehmen wir nach unten. Haben wir noch den noch und das noch und das noch. Schnell, danke. Da. Voilà. Zack. Danke dir, ich fühle diese positive Energie in diesem Geschenk. Und du machst so den Aquamarin? Oh, ist heute mein Geburtstag? Hat die Geburtstag? Ich weiß es gar nicht. Muss ich noch mal gucken. Oh, schön. Schön, Geschenke schon verteilt. Sehr schön. Zack, zack, zack. Wen haben wir denn noch? Penny haben wir noch. Oh, war schön Zufall. Die hat heute Geburtstag. Gehen wir mal hier und gucken mal, ob die da ist. Ja, da magst du eine Tulpe. Danke, das sieht sehr speziell aus. Ich weiß, ich mag spezielle Geschenke. Bling. So, Lea, bist du auch da? Kann ich dir auch ein Geschenk geben? Oh, da ist noch Müll drin. Guck mal. Na? Ein Flusskrebs. Aber immerhin da nochmal was Gutes. So, hallo? Du da? Ja, du da. Hallo, Lugus. So, magst du eine Tulpe? Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Ich muss jetzt auch noch mal einmal angeln, dass ich gleich noch mal eine Maggi-Rolle machen kann. Zack. Und brauche ich ja auch noch. Fürs Gemeinschaftshaus. Okay. Pfeffer. Boop, boop, boop. Blaubarsch, Blaubarsch, Bub und Meerjungfrau, Mann. Hab ich den schon? Verdammt, den habe ich schon. Mann. War noch ein Katzenfisch und Gotteslachs brauche ich noch. Das wäre toll, wenn ich eins von beiden haben würde. Na, bleib du hier. Kaulbarsch. Egal, ich habe Fisch für Maggi-Rolle. Kann ich eine Maggi-Rolle machen? Maggi, Maggi. Oh.
So, dann müsst ihr nochmal zu Robin gehen und dann nochmal langsam ein paar größere Ställe bauen. Zack. Hallo Katze. Da, Maki-Rolle. Haben wir ein paar Maki-Rollen gemacht. Da ist sogar noch Fisch drin gewesen. Siehst du? Guck mal. Wilder Meer. So, dann können wir ja nochmal schnell fix dahin gehen, ne? Mal schnell die. Guck mal, das hat mir sogar. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ne, gehen wir mal am nächsten Tag dahin. Pum, 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 pum. Gehen wir am nächsten Tag dahin. Die regnet jetzt sowieso, da können wir uns ein bisschen Zeit sparen. Das finde ich immer so gut. Oh, hier nicht ganz so viel. 15. Tag im Frühling. Kikirikikiki. Zack. Oh, Ente ist fertig. Sollst mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr. Ich will dir etwas zeigen, Abby. Ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Es ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen? Oh, guck ich mal. Wenn ich Lauch finde, dann mache ich das. Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffeln sind immer gut. Sie dann ja wieder was Neues überlegen, was sie da pflanze, ne? Ach, Sense, stimmt. Die Grünkohl. Schöne Grünkohl. Sehr schön. Grünkohl, also Grünkohl mag doch fast jeder. Also ehrlich, Grünkohl ist doch so lecker. Der mag auch gut. Schön mit Zucker. Zack, hier auch nochmal gießen, dann noch damit die Tiere machen. Und gehen wir mal gucken, was da so ein Stall kostet. So ein großer. Na. Hi. Nein, die Richtung, danke. Und? Das ist aber schön, nämlich. Zack, zack. Und na, komm. Schön. Hallo Hühner. Nein. Alles so schöne Herzen. So. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Haha. Das ist schon wieder. Zack. Bum, 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 bum. Ich muss mir da nochmal was pflanzen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Verkaufe ich auch. Ist ja nur Müll, aber verkaufe ich. Sehr schön. Oh, Büsch. Büsche. Da, Lauch. Na, das ging ja schnell. Was ist hiermit? Ist wieder soweit? Mit den Lachsbären. Cool. Lachsbären-Saison hat angefangen. Eine Lachsbären-Saison. Leute, die Lachsbären-Saison hat angefangen. Das ist doch Wunderbärchen. Was haben wir hier? Rubin. Cool. Noch? Nein, habe ich nicht. Das ist eine Narzisse. So, wo ist denn Oma? Oma mit dem Lauch hier.
Und dafür 500 Gold. Das ist doch gut.